Also Tipps für mich, ich bin Platin 3, will aber Gold kommen. Das kriegen wir hin. Okay, guys. This is your chance now to restore my faith in this community. Community. Cool, Artox ist bereits gebannt. Was bann ich denn jetzt? Warte, was ist Cancer? Community. Damit ihr das ein Troll, by the way. Leute, das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Gib mir Ranger. You will carry. Guck mal, Leute, jetzt wir motivieren das. Ich benutze jetzt dieses ganze Spiel, um mein Team zu motivieren. Okay? Which champion you want to 1v9? Blase jetzt komplett durch. Master Yi, I think. Kassadin? Oder Kassadin Blind Pick? Okay. Damn, you're so good. You're blind picking Kassadin. I wish. Okay, warte, wir schreien. Nein, ich wollte gerade sagen. And I will win. Fair, Leute. Wir geben 25 Minuten. Okay, das Urgott-Matchup, das nehme ich an. Ja. Wir sind in der guten Runde. Wir sind in einer richtig guten Runde. Ich spüre schon, wie mein ganzes Team gehypt ist. Inklusive mir. Let's go. Let's fucking go. You think? Warte. God will make you suffer, you fools. Er wird schon sehen, Leute. Er wird schon sehen. Fucking Midlane Ezreal gegen Gott. Gegen Gott. Hehe, gesidestep. Yo, Bruder, so mal. Mach mal nicht diese. Ey, yo! Good evening. Was für... Also, er hat nicht mehr ihren Buff gemacht. Na egal, wir kriegen ihn wenigstens. Leute, wetten, die ist gleich wieder oben. Ich habe eh nicht geflasht. Ich wäre da wahrscheinlich nicht weggekommen. Du Bastard. Ich hab Gott auf meiner Seite. Ey, yo, meine Bot intet! Ich glaube, Gott hat keine Chance gegen fiende Botlanes. Ich glaube, der Allmächtige ist nicht allmächtig genug, gegen fiende Botlanes zu helfen. Okay, so solange Nidalee nicht da ist, bin ich hier super fein eigentlich. So, Leute. Bei Gott läuft das nicht so gut. Leute, ich verliere langsam meinen Glauben an Gott, okay? So solange Nidalee nicht da ist, bin ich hier super fein eigentlich. Erstmal neuer Gott. Are you God's servant? Ein Beauftragter meines Herren hat mich gesegnet mit seiner Präsenz. Gott carried uns. Leute, guckt euch diesen... Ich hab denselben CS wie Gott. Holy poggers. Oh mein Gott. Mein Herr. Er macht seine erste Solo-Tötung. Ich gank gleich bei Gott einmal. Ich glaube, mein Herr braucht das. My God, may I gank for you? Lass erstmal höflich nachfragen, ob wir da ganken können. Oh! Leute, das ist. Deswegen ist die Darkstar. Darkstar Karma, weil sie Gott einfach tötet. Der, du Bastard, was willst du von mir? Oh Leute, ich schwör's euch, tut mir echt leid, aber ich bin heute so aggressiv einfach. Ich werde die Urgott-Ulti für meinen Gott abfangen. Leute, seht ihr, wie süß ich bin? Ich fange das für meinen Gott einfach ab. Okay, gehen wir eben mal schnell wieder zurück. Leute, wir werden die Ungläubigen aus dem heiligen Land vertreiben. Die Ungläubigen werden vertrieben. Deus Vult, meine Freunde. Deus Vult. Nee, nicht Deus Maximus. Deus Gott. Nee, warte mal, heißt nicht Deus Vult im Namen Gottes oder so? Scheiße. Bin ich mal ein guter religiöser Mensch. Komfort breeds weakness. Wir haben Gott auf unserer Seite. Digga, ihr flaxt mich doch. Wieso hat jeder Flash auf einmal ready? Was? Wie?
jeder Flash auf einmal ready. Was hat mich gekillt? Auf einmal war ich tot. Okay, wie lange braucht Gott noch? 3 Minuten brauchen wir noch. 3 minutes left for our God and Savior. I'm rich, let me base. Digga, ich sag, ich bin reich, lass mich base. Er geht erstmal rein. Ich glaube, er killt den wenigstens auch nochmal mit. Ja, okay, nice. Good job. Hey, yo, Gott. What is he doing? Geh wieder hin, geh wieder hin, geh wieder hin. Ja, muss ich wohl. Ey, muss ich nicht! Okay, Leute, wer mein Gott das möchte, so soll er es haben. Du Bastard! Ich tank alle ihre Speere, Leute. Vielleicht kann sie nicht mal. Digga, das ist mein Gott! Ich glaube, die kommen nicht weiter, oder? Only a drill of bodies. Okay, komm. Kommen wir raus? A drill of bodies. Okay, komm. Raus, 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 raus. Leute, Gott gewinnt das gerade. Gott, der Ehrenmann, ist gestorben. Ey, yo, warum stirbt der, Bro? Ah, die brauchen mich nicht mehr, oder? Ah, komm, wir gehen. Just in case gehen wir da trotzdem lieber hin. Leute, ich kann meinen Glauben an Gott nicht wieder... Okay, er ist jetzt Level 16. Ey, ich bin da Level 18. Hui. Let's get physical. Gott hat das Spiel entschieden. Gott! Ich hoffe, ich kann für irgendeinen von denen picken. Ich mag es nicht zu so einem picken. Und dann kriege ich Renekton als Gegner, Poppy oder irgendeine andere dumme Scheiße. Dieser Abend wird richtig lang sein, Leute. So lang wie mein Lörres. Ah, mein Lieblingsmatchup. Ich meine, es ist nicht Renekton. So, das nehme ich auch an. Man sollte ja dankbar sein für die Sachen, die man bekommt im Leben. Für Malza oder Annie. Da, das sind die besten Midlane-Champions. Leute, wenn ihr komplett keine Ahnung von eurer Lane habt. Malzaha oder Annie. Bei diesen Champions lernt ihr, wie die Lane funktioniert. Lol. Hä? Die sehen gleich aus. Die sehen legit gleich aus. Würde mir einer den Elise-Skin zeigen und den Qiyana-Skin und ich wüsste nicht, wer das ist, ne? Würde ich sagen, das sind Zwillinge. Krass, okay, warte, das ist näher rangezoomt. Hier hat sie eine Krone und das hätte sie sich die Haare gemacht. Und ein bisschen Make-up. Als wäre sie, guck mal Leute, das ist so Elise, wenn sie zur Schule geht, ne? Und abends ist sie so böse Battle-Boss. I would appreciate some help on top. Okay, wir müssen, also Leute, passt auf, den werde ich so schnell nicht wirklich umbringen, ja? Wenn wir aber ahead kommen und gerade wenn wir Ghostbed haben, werden wir nur noch Mitte gehen. Toll, ich habe beide Minis nicht gekriegt. Fields Batman. Ey, ich krieg die nicht. Boys. Ey, ich krieg grad echt gar keinen Minion. Seriously? Lol. Da konnte ich dir nicht helfen, Bruder. Er hat die ganzen Minions auch noch mitgetankt. Er hätte einfach sich rausrepellen sollen. Thanks, Riven? What? What? Er fightet in 20 Minions? Jo, ah. Alles cool. Lass mich so stehen, Leute. Ah, Leute, ich will ihm gerade echt sagen, Digga, du Mongo, du fightest einfach in 20 Minions. Oh Gott, Leute. Das ist einer von denen. Jetzt ist einmal Scheiß im Game passiert. Und er wird sich die ganze Zeit daran aufhängen, dass dieser eine Fehler alles kaputt gemacht hat. Und egal, wie es weitergeht, ne? Selbst wenn ich 20-0 stehen würde, er würde immer sagen... Ah, ich bin tot. Ah, ich bin nicht tot. Lol, cool. Ah, ich bin nicht tot. Lol, cool. Fick mein Leben. Mal sehen. Bot gewinnt. Eis sind alle ganz okay dabei. Solange ich hier nicht durchgedeift werde, bin ich fein damit. Guck mal, sogar die sagen das. So, hä? Aber die wird gleich sagen, die wird mich gleich ping spammen. Oder sagen, nein, ich gank nicht, Riven Noob. Yeah, oh, oh, Leute. Ah, nein, nein, nein. Okay. Ich muss gerade echt versuchen, ruhig zu bleiben. Sie sagt zu mir, sie lässt ihn Wave stacken. Als ob ich irgendwie eine Wahl habe, ob er Wave stacken darf oder nicht. Inzwischen. Jetzt werde ich gepinkt. Wusa. 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 So. Wie soll ich mich bewegen, wenn ich AFK reingepusht werde? Ich kann eh nicht vorgehen, er Dunbuff. Leute, ich versuche auch, ohne Witz, es fällt mir gerade richtig schwer, zu chillen.
Gleich kriege ich noch die Schuld daran, dass AIDS existiert. War wichtig, dass ich kurz nach hinten kite, dass meine Cooldowns wieder kommen. Oh Leute, get the fuck off, man. Ich habe die Fresse voll von den Range Champions. Ich muss gerade echt versuchen, ruhig zu bleiben. Wieso redet jetzt sogar der 2-3-1? Die ist 4-4-6. Oh, ich habe den Job nicht geschafft. Oh, wir leben. Later, Bitch. Ah! 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 Hehe, abgelenkt wie ein Main. So, ich habe sie nicht getroffen. Ah, RIP, 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 RIP. Ah, ich dachte, ich komme dann rüber. Hey guys, I get it. It's all my fault. AIDS is my fault. Drugs are my fault. Elise fighting level 3 into 10 minions is my fault. So, und jetzt mute all. Warte, wir das mal. Mute all. Holy shit, man. Ja, Leute, mal ganz ehrlich. So wie die sich benehmen, ist alles meine Schuld. Deine Schuld, aber auf Champions wie real. Okay, pass auf, pass auf. Ich bin in einem schlechten Matchup. Mein Jungler kommt Level 3 hoch mit einem Ultra-Kack-Gank. Fightet ins. Also, der Gank hätte schon ausgereicht, wenn sie Mino Pressure weggenommen hätte. Intet einen Double-Buff. Lässt mich dann alleine auf der Lane. Dann kommt der gegnerische Jungler mit einem actually guten Gank und fickt dann komplett mein Leben. So, jetzt stelle ich dir die Frage: Wie kann ich gegen einen snowballenden Champion dort wieder normal recover? Ich habe einen TP auf die Botlane gemacht. Cool, wir haben Double-Kill reingeholt. Dann, wenn er Darius for free roam geht, weil vor drei Items mache ich den jetzt bestimmt nicht mehr, werde ich wieder gepinkt. Und dann heißt es, warum folgst du dem nicht? What? Hä? Holy shit, habt ihr gesehen, wie das aussah? Sah ja turbo komisch aus. Lol, das hat sie gut gemacht. Ich finde, die Neko macht das richtig gut mit ihren Klon. So, passt auf. Jetzt fighten die 5 gegen 4. Ne, 4 gegen 5. Tut mir leid. Und ich werde gleich gepinkt. Aber warte, die können mich gar nicht mehr pinken. Haha. Ah, schade. Oh, sie hat mit 10 HP überlebt. Da hat sie mich aber noch gut weggekickt. Will die Kiana Guide feiern? Nee, ich mach keine Guides mehr. Dann langsam sich vergisst, dass ein Champion namens Kog'Maw existiert. Ganz ehrlich, es ist echt schwer, wenn Kog'Maw Meta wird. Ich finde. Damit, wenn ein Champion wie Kog'Maw Meta ist, ist die Meta immer richtig kaputt. Denn Kog'Maw ist sehr schwer zu balancen. Entweder ist er broken oder er ist halt wirklich richtig super strong. Wisst ihr? Das war kein cooles Game.